gepasst. Ich wollte eine andere Strecke nehmen. Ich habe nämlich damals durch Zufall, weil ich auch so umgefahren bin, wie hier, was ganz Kleines gesehen gehabt. Lass mich überlegen. Okay, jetzt muss man schauen. Guck da ein Auto hinter uns. Das ist ja mal geil. Mal gucken. Da sind wir. Wir können tatsächlich hier weiterfahren hier oben, aber das wäre ein Bogen, der ein bisschen groß ist. Ist auch egal, wir haben da ein bisschen Strecke zu machen. Natürlich ein Navi, aber ich bin mit Absicht abgefahren. Mit Absicht. Vorderradantrieb durch die Gegend und mit Allwetterreifen. Ich weiß, was mit meinem Kopf hier los ist. Das sind spontane Dinge.
muss, deswegen hat Zeit. Moment, Moment, Moment. Ach, das war ein Klemm. Ach, verdammt. So, jetzt höre ich was. Ach, ja, ich habe keinen Kopfhörer dran. Das Ding hängt an der Scheibe. Ja, es hängt ja vorne an der Scheibe. Schnell. Ja. Dann werden wir das nochmal nachprüfen. Oder ich. Komplett. Komplett. Ja. Genau. Jede Recht. Ja. Ja, richtig. Ja. Alles klar. Wer hat das gesagt? Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, wenn man es doppelt bezahlt, ist ja nicht mein Problem, ne? Wenn die nicht rechnen oder lesen können.
Naja, werden wir alles kontrollieren dann. Okay. Ja, alles klar. Ja, da soll sie ihn noch anrufen. Hat die Julie angerufen? Ja, ich habe ihr aber geschrieben, wenn sie nie am Handy ist. Ja, du musst mit jemandem telefonieren, sagt sie, wegen dem Fahrrad. Irgendwas ist damit. Ja, dann musst du erst zur Werkstatt bringen, was soll ich machen? Ich habe Urlaub bis um 15. Ja, dann ist das so, ja. Ja, kann er ja auch nichts machen. Was ist denn damit? Futterschalten kannst du mit der Gangschaltung noch nicht hoch. Ja, bei dem Wetterfahren ist vielleicht scheiße. Weiß ich nicht. Aber Wetter kann es eigentlich nicht liegen. Na gut, da lässt du einen hohen mittleren Gang drin, das einigermaßen. Na gut, weiß ich auch nicht. Also ich. Davon habe ich keinen Plan. Schritt. Ja, ich weiß. Weiß, dass ich das zu Hause liegen lassen habe, das Zeug. Ja, so, fahren jetzt gerade weiter. Und sind gerade in. Alles klar, gut. Ja, gar kein Thema. Ja, das müssen wir nur gegen Quittung, ne? Ja, alles klar. Ja, ist auch kein Thema. Okay. Okay, was? Total, liebe dich. Alles klar. Yeah.
dann mach eh. Was alle Ladesäulen? Oh, ehrlich, dann gehe ich da gleich hin zum Klo. Das ist. Ah, du musst ziemlich nah ranfahren. Ich glaube, die Kabelbahn müssen. Warum auch ausreicht. So scheiße. Was sind die alten V2? Öffnen. So, da wollen wir mal ein bisschen laden hier, verdammte Axt. Ach, wo bin ich denn hier letztes Jahr? Das ist mal blöd. Es war reiner Zufall, wo ich letztes Mal hier lang gefahren bin, was da zu sehen ist. What? So, mal, bin ich da? Oder wie viele Ladesäulen haben die denn hier? Ach, hier gibt es noch mehr. Nee, da bin ich nicht. Da bin ich doch vorbeigefahren. Da sind die nächsten. Ich hätte sogar noch weiterfahren können, wie ich das gerade sehe. Das ist ein Ding. Hier ist gut, hier komme ich. Ja. Sagt 1A, ne? 2A, 1A. Ach, die scheren sich das hier. Ich hoffe, dass ich jetzt. Na gut. Ne, ich habe leider noch keinen Führerschein. Ist aber im Gange. Ja, okay. Von daher muss Peter das leider alleine machen. Ich bin quasi seine Schreibtipps. Drüber fahren. Das Kabel ist dermaßen kurz. Vorgang starten wir mal. Na los. Da muss ich ihn so verbiegen. Ah. Was ist das für einer? Verdammt. Hi Webcam. Ja, yes, Norway. Lillehammer. Alleine hätte ich auch kein Problem. Ganz schön kalt. Aber ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gehe auch mal, falls wir auch schon auffahren. Licht brennt. Boah, da kalt. So, heute machen wir ein bisschen Strecke, definitiv. Es wird sonst ein bisschen knapp alles. Hallo Maurice, moin. So, was kostet denn hier eine Kilowattstunde? 3,6 nordische Kronen, keine Ahnung. Ist aber egal. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Donbass. Ja, 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 genau. Klett.
Nee, ich hatte was vor. Jonny-Knecht, das hatte schon seinen Sinn, warum ich hier lang gefahren bin, eigentlich. Weil ich nicht ganz die Straße gefunden habe, wo ich hin wollte. Das ist leider ein bisschen doof. Schade eigentlich. Das war richtig. Es ist schade, dass das nicht geklappt hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schneeberge, was soll's. 16 Grad minus, passt alles. Zack. Sehr gut. Klar, die Wärmepumpe. Ja, sicher. Und? Schon auf? Was hier? Ja, klar. Ich brauch da nochmal. Ab 10. Oh, vor 6 Minuten. Deswegen hat sie das Schild gerade weggenommen gehabt. Ja. Ja, witzig mit dem Verbrauch, ne, Ionic? Gibt es, hätte ich auch sagen können. Oh, da muss ich auch noch mehr fahren, aber gar keinen Bock drauf. Ehrlich? Ich dachte, das ist dann die einzige Frage, nee, dann ist gut. Nee. 18,5 im Verbrauch, aber der Wagen lief ja auch die ganze Nacht. Also er wird wieder runtergehen. Und wie gesagt, wir haben im Auto übernachtet und dann fährt die ganze Nacht 9 Stunden lang die Heizung. Und nur 40% verloren. Ja, knappe 40, ne? Ja. 42%. Ja. Aufgegangen bei minus 22 Grad. Das geht. Ich kann das nachher sagen, wenn ich den Wagen mal wieder komplett ausmache. Dann müsste ich ja sehen, was ich habe.
so an. Ah, immer noch Wasser. Schöner Mist. Scheiße, ey. Noch näher ran. Das ist so kurz, das Kabel. Er steckt einen Pullover aus. Mach ich gerade so. Wunderbar. So. 60%. Ja, ich auch noch mal schnell hin. Ja. Hab ich alles hier. Boah, Janik hat sich echt so schlimm getroffen, ja. Krass, krass. Prinzenrolle, Doppelkeks mit Kakao. So einen kleinen Snack mal zum Frühstück. Ich hätte mir jetzt auch so einen Burger bei Burger King holen können, aber nee.
Das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben uns ja etliche Sachen mitgenommen gehabt, auch an Getränke. Aus Holland zum Beispiel ein paar Getränkedosen, wo jetzt zum Beispiel kein Pfand drauf ist, die dann einfach entsorgen kannst, dass du auch den Müll nicht im Auto hast. Ja, vielleicht bringt Peter den da jetzt noch mit. Ja, eigentlich klingt so ein Wopper schon ganz geil, aber gucken zum Mittag oder so. Burger King und Mecca sind ja hier gefühlt an jeder Ecke, überall. Die App? Oh du, war gar keine Ahnung. Jetzt meinst du von Burger King? Kann ja mal reinschauen.